spaziert in die Menagerie, ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen, mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen, gebändigt durch das menschliche Genie. Was seht ihr in der Lust und Traue spielen? Haustiere, die so ungesittig spielen, an nasser Pflanze und Kost in den Schinkinen und schwelgen im behaglichen Geplärr, wie jene anderen unter dem Parterre. Das wahre Tier, das wilde schöne Tier, das, meine Damen, sind sie nur bei mir. In den Tiger, der gewohnheitsmäßig, was in den Sprung ihm läuft, hinuntersteht. Den Bären, der von Anbeginn gefressen, beim schweren Nachhalt tot zu Boden zieht. Sie sind den kleinen, amüsanten Affen, aus Langeweile seine Kurs verpaffen. Er hat Talent, doch fehlt ihm jede Größe. Drum kokettiert der Fleck mit seiner Blöße. Sie sehen in meinem Zelter meine Seele, sogar gleich hinterm Vorhang ein paar mehr. Sie sehen auch das Gefühl aus allen Zummel. Reptil, Wolke, in das Krokodil und anderes mehr. Ich weiß, bring mir unsere Schlange her. Sie wird geschaffen, zu locken, zu verführen, zu vergiften und zu morgen, ohne dass es eine spielt. Mein süßes Tier, sei ja nur nicht jetzt. Du hast mein Recht, muss doch lieber umfrauen. Flügelgestalt des Weibes zu verschauen. Es ist jetzt nicht besonders dran zu sehen, doch warten Sie, was später wird geschehen. Eus Marsch, frag sie ab ihren Platz. Die süße Unschuld, meinen größten Schatz. Und nun bleibt doch das Beste zu erwähnen, mein Schädel, zwischen eines Brautes Zähnen. Wisst ihr den Namen, den dies Brauttier führt? Verehrtes Publikum! Hereinspaziert! Mein Sohn! Das ist ja verunbar! Komm nur ungeniert herein! Seh ich recht, Frau Medizinalrat? Ja.
engagieren könnte. Ich würde für ihr Stück wohl kaum gut genug tanzen. Was fügt ihr hierher? Ich wollte dich zu meiner Generalprobe abholen. Reserviert ihr uns eine Loge für Samstag in Alba? Wie konnten gnädige Frau daran zweifeln? Aber wo ist der Herr Gemahl? Ich seh sie heute zum ersten Mal ohne ihn. Lässt sie doch sonst nie allein. Er sollte schon längst sein. Dann grüßen sie ihn von mir. Und ich lasse mich unbekannterweise hier ein wenig mehr modellieren. Das Haar ist schlecht, sie sind nicht genügend. Welche Sache! Mich zu Fleide die Pflicht, gnädige Frau. Komm jetzt! Wir nehmen meinen Wagen, der unten steht. Thank you.
der Medizinerrat. Bringen Sie doch bitte erst das Atelier in Ordnung. Herr Medizinalrat, helfen Sie mir, ihn aufzuheben. Herr Medizinalrat, helfen Sie mir doch. Es ist zu schwer. Man muss zum Arzt schicken. Im Augenblick hier sein. Arznei hilft ihm nicht. Herr Medizinalrat. Ich glaube fast, es ist im Herzen. Reden Sie doch anständig. Jetzt bin ich reich. Es ist grauenerregend. Was kann sie dafür? Was hab ich an? Vollkommen verwildert. Sieh mir ins Auge. Was wollen Sie? Eine Frage. Kannst du die Wahrheit sagen? Ich weiß es. Glaubst du an einen Schöpfer? Ich weiß es nicht. Kannst du bei etwas spüren? Ich weiß es nicht. Woran glaubst du denn? Ich weiß es nicht. Lassen Sie mich, Sie sind verrückt. Hast du denn keine Seele? Was wollen Sie denn?
und die seelische Freiheit nur ein klein wenig. Die Post ist gekommen. So? An dich. Die Corticelli. Dein Bild als Tänzerin verkauft. Für 50.000 Mark. Wer schreibt denn das? Der Kunsthändler in Paris. Das ist das dritte Bild seit unserer Verheiratung. Ich weiß mich vor meinem Glück kaum zu retten. Da kommt noch mehr. Sieh da. Herr Regierungsrat Heinrich Ritter von Zarnikow beehrt sich, Ihnen von der Verlobung seiner Tochter Charlotte Marie Adelaide mit Herrn Dr. Ludwig Schön ergebenst Mitteilung zu machen. Endlich! Es ist ja eine Ewigkeit, dass er darauf lossteuert, sich vor der Welt zu verloben. Ich begreife nicht. Ein Gewaltmensch von seinem Einfluss. Was steht denn eigentlich seiner Heirat im Wege? Jedenfalls müssen wir heute noch gratulieren. Das haben wir doch längst getan. Seine Braut wegen. Du kannst es ihm ja noch einmal schreiben. Und jetzt zur Arbeit. Eva. Befehl. Ich finde, du siehst heute reizend aus. Dein Haar hat mit einem Ich komme aus dem Ort.
Es läutet. Bleib. Es ist ja niemand zu Haus. Wir machen ganz einfach nicht auf. Vielleicht ist es aber der Kunsthändler. Und wenn es der Kaiser von China wäre. Einen Moment. Flüssig hast, meinetwegen auf 300. Bin ich müde? Nur hätte ich aber auf lange schon gerne gesehen, wie es jetzt so bei dir zu Hause aussieht. Wie findest du's? So hab ich es für dich gedacht. Vor 50 Jahren, noch im Hotel, du hast es weit gebracht. Die Teppiche. Ich geb am liebsten barfuß drauf. Was bist ja du, du, ja du. Und die Harmonika hat weiter Luft, nicht mit meinem Ostmann. Nun erzähl du mal, lange nicht gesehen, wie geht's dir denn? Reichst du immer noch von Französisch? Liege und schlafe. Das ist vornehm und weiter. Und stricke mich, bis es knackt. Und wenn es geknackt hat. Was interessiert dich das? Was mich das interessiert? Was mich das interessiert? Ich wollte lieber bis verhüten. Und auf alle himmlischen Freuden Verzicht leisten, als meine Lulu hinein in Entbehrung zurücklassen. Meine kleine Lulu. Lulu, Lulu, nicht hab ich jemals anders genannt. Ich heiße seit Menschengedenken Lulu. Was bist du? Ein Tier. Ich finde das selbst hinaus. Thank you.
denn Ihr Vater da? Was haben Sie? Wenn ich Ihr Mann wäre, käme mir dieser Mensch nicht über die Schwelle. Sie können getrost durchsagen. Ich danke für die Ehre. Ich verstehe nicht. Das weiß ich. Darüber möchte ich nämlich gerne mit Ihnen sprechen. Warum haben Sie mir denn das nicht gestern gesagt? Bitte jetzt nicht von gestern. Ich habe es Ihnen vor 2 Jahren schon gesagt. Ach so. Ich bitte dich, deine Besuche bei mir einzustellen. Ach so! Wenn heute nichts entgegengeht wäre, wäre er deinen Seitensprüngen schon längst auf die Spur genommen. Ihr seht nichts, ihr seht mich nicht und seht nicht. Ihr gehofft mit meinem Gesinde mir.
Minute. Nun? Du hast eine halbe Million geheiratet. Daraus kann man mir keinen Vorwurf machen. Du hast dir einen Namen geschaffen. Du kannst unbehelligt malen. Du brauchst dir keinen Wunsch zu versagen. Was habt ihr beide denn gegen mich? Du hast eine Frau, die einen Mann verdient, den sie achten kann. Achtet sie mich denn nicht? Nein. Warum nicht? Sprich, so sprich doch endlich! Nimm sie etwas mehr unter Aufsicht. Ich? Wir sind keine Kinder, wir tenden nicht. Wir leben. Was tut sie denn? Du hast eine halbe Million geheiratet. Sie? Was tut sie? Bedenke, was du ihr zu verdanken hast. Was tut und sie, dann, Mensch? Und dann mach dich dafür verantwortlich. Oh, und will ich zu uns gehen? Mit wem? Wir uns schießen sollten. Oh Gott! Oh Gott! Nein, oh Gott! Geschehen ist geschehen. Ich komme nicht hierher, um Skandal zu machen. Ich komme, um dich vor dem Skandal zu retten. Du hast sie nicht verstanden. Vielleicht, aber ich kann dich in deiner Blindheit nicht so weiterleben sehen. Das Mädchen verdient, eine anständige Frau zu sein. Sie hat sich, seit ich sie kenne, zu ihrem Besten verwandelt. Seit du sie kennst? Seit wann kennst du sie denn? Seit dem 12. Jahr. Hat sie mir nichts gesagt. Verkaufte Blumen vor dem Alhambra-Café jeden Abend zwischen 12 und 2. Davon hat sie mir nichts gesagt. Daran hat sie recht getan. Sie sagte, sie sei bei einer Tante aufgewachsen. Das war die Frau, der ich sie übergab. Sie war die beste Schülerin. Und woher kannte Dr. Goll sie denn? Durch mich. Es war nach dem Tod meiner Frau, als ich die ersten Beziehungen zu meiner jetzigen Verlobten anknüpfte. Sie stellte sich dazwischen. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, meine Frau zu werden. Und als ihr Mann dann starb, du hast eine halbe Million geheiratet. Und dabei sagte sie, als ich sie kennenlernte, sie habe noch nie geliebt. Bei einer Herkunft, die sie Mignon hat, kannst du unmöglich mit den Begriffen der bürgerlichen Gesellschaft rechnen. Von wem sprichst du denn? Von deiner Frau. Von Eva. Ich nannte sie Mignon. Ich nannte sie Isabelle. Ich nannte sie Dr. Goll. Ich nannte sie Eva. Ich weiß ich nicht. Bei einer Karte, die sie mit Joh hat, ist sie ja das helle Wunder! Ist in ihrem Haus gestorben! Er war ja eben hier! Wer war da? Ihr Vater! Wer war hier? Er bedrückte sich, als ich kam! Da stehen ja noch die Gläser! Leise! Und ich will! Er sei in ihrem Haus gestorben! Und ich will! Ein unbekannter Vater! Hier nicht sehen! Vielleicht den
immer bei der Hand. Sei bitte ruhig. Paris ist Revolution. Aus dem Bauch. Ruhig. Sie sind tot und leid. Weiter. Weiter. Er mystifiziert uns. Paris ist Revolution ausgebrochen. In der Redaktion weiß keiner, was er schreiben soll. Alter! Soll ich Sie eintreten? Das kann ich selbst. Geben Sie her! Muss mich kräftig fassen. Nehmen Sie ein Feuilleton!
Zeit für die Hühnerarbeit habe ich kein Publikum so außer Rand und Band gesehen. Geben Sie mir nicht zu viel Sekt. Sieht er mich heute? Mein Vater? Ja. Ich weiß nicht, ob er im Theater ist. Er will mich wohl gar nicht sehen. Er hat so wenig Zeit. Seine Braut nimmt ihn in Anspruch. War der Prinz da? Heute noch nicht. Kommt er? Natürlich. Er wird gleich da sein. Er will mich ja heiraten. So. Er nimmt mich mit nach Afrika. Nach Afrika. Szene,
Der Prinz hier. Afrika! Versuchen Sie nicht, mich zu retten.
unser einen gar keine Möglichkeit bestehen, sich einzuschmuggeln. Es wäre Hochverrat, wenn jemand von uns eine solche Träge Vorschub leistete. Die wundervollen Blumen. Thank you.
sei Dank, dass wir endlich zu Hause sind. Dieser Parketten nimmt's als Klippen, als Fallstrücke. Er ist auch zu klein für die große Welt und kann nicht so weit zu Fuß gehen. Ich sollte mir wieder tot gehen, dann solltet ihr mich warten. Seine Liebes kummer nicht mehr, als wir sich hier verschlagen. Du bist noch auf gar keiner richtigen Schule gewesen. Er hat sich schon manche die ersten Sporen verdient. Ach, und nun ja, keiner schickt ein Ei. Das weiß ich schon selber, am besten holen die Hand. Das Papa-Polizei, ihr Rektor. Alles im Hause, Papa-Papa, ist. Was hat er mir gemacht? Ein Verdikt. Hat er mir versprochen, wenn ich die zusammenbringe. Eisen, mein Haar.
Martini wird, wie ich mir denke, bei elektrischem Licht stattfinden. Ich habe alles, was... Was ist denn das? Ein alter Freund deines Vaters. Mir völlig unbekannt. Sie waren im Krieg zusammen. Es geht ihm schlecht. Ist denn mein Vater hier? Er hat ein Glas mit ihm getrunken. Er musste auf die Börse. Wie findest du mich? Sollte ich dir das nicht lieber verschweigen? Ich meine ja nur das Kleid. Eine Schneiderin kennt dich offenbar besser als ich. Mir erlaubt, auf dich zu kennen. Als ich mich im Spiegel sah, hätte ich ein Mann sein wollen. Mein Mann. Scheint deinem Mann das Glück zu beneiden, das du ihm bietest. Ich hab dir
habe deine Mutter vergiftet. Lass mich nach Paris. In der Redaktion weiß keiner, was er schreiben soll. Sie können ihn nicht hinaus. Lassen Sie mich nur. Sie können ihm in die Arme. Ich habe mir eine Kugel auf den Kopf. Himmel, Tod und Wolken. Thank you.
Acht, gib! Wach, ist noch ein Himmel. Es ist schade um mich, ich bin.